auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Wo verdammt ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war. Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Das ist echt ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer aussieht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten? Hier unten. Ist es vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, wenn wir das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da-da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein? Hinhocken. Habe ich mir das Piratensein nicht vorgestellt.
dann musst du damit rechnen. Oh Gott. Ja, und der auch. Nimm unser Zeug und die Karte. Und das Handy da auch. Mache Meldung. Hey, ist einer on? Dann weiter. Tut mir leid. Dann ehrlich, was? Ich lache. Ihr heult und heult noch mehr. Ach, ja, oh Gott, das sind echt viele, Mann. Scheiße. Das ist dieser Psycho. Vergeht. Wenn man sich langweilt, wird man schnell wütend. Dann kam der Anruf rein. Fuck, der Anruf. Keiner will bezahlen für euch. Wertlos. Ständig hörst du alle sagen. Tausendlos. Familie ist alles. Familie ist alles. Nein, 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 bitte. Das ist verlogene Scheiße. Familie ist ein Eisberg. Und du? Scheiß Titanic. Sieh mich an. Sieh mir in die Augen. Deine Familie hat dich getötet. Oh mein Gott, ich hab die echte Reihe nach abgeknallt. Ne? Ein nach dem anderen war gar nicht meine Absicht. Das sind die kleinen Fragen im Leben, die führen dich zu der großen. Machst du die Sauerei mal weg? Wir kamen also dahin. Alle saßen rum und warten, dass er in das Zimmer kommt. Und dann brachte er echt zwei Lotten mit. Ich sag, los, die ganze Nacht ab ins Grünzeug. Ja. So viel Spaß an die gute Idee. Das ist ein brutaler Albtraum, Mann. Perfekter Albtraum. Vorbei. Löwenstein dahin. Keiner kann dich aufhalten. Wenn du so eine Knarre hast und sie einem an die Rübe hältst, weißt du, dass du es ernst. Okay. Wir gehen. Sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab dir versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Oh, oh, nein! Bleib bei mir, Grant! Bitte, wir sterben! Halt durch, Grant, halt durch! Oh Gott! Nein, nein, nein! Grant! Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich.
Los. Was, bist du taub? Ich sag, hau verfickter mal an, du feiger Sack! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf, Forrest! Lauf! Fuck! Fuck! Nimm ihn auf! Riley und die anderen finden. Bitte lass sie am Leben sein. Such die! Bin ich? Was zum Teufel? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn! Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ich heiße Dennis. Jason. Bangau. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem
Hilfe brauchen. Wie bin ich hergekommen? Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk? Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier, Geld für Waffen. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. So, nach diesem sehr langen und vermutlich dem aufregendsten Intro, das sie jemals gemacht haben für Far Cry. Willkommen zu Far Cry 3. Nachdem ich Genie es ja heute geschafft habe, die SSD aus dem alten PC in den neuen einzubauen, ein paar Bilder zu retten und dabei zu vergessen, den Spielstand von Wind Waker mitzunehmen und dann die Festplatte formatiert habe, ist der Spielstand weg. Und zwar vollständig und unwiederbringlich. Folgedessen wird Far Cry 3 das neue Hauptprojekt ab sofort. Und Wind Waker werde ich einfach versuchen, per Zeiten nachzuspielen. Was großartig ist, da wir schon ziemlich am Ende waren. Muss ich alles nachspielen, bis auf die letzten beiden Herzteile. Vielleicht fällt mir unterwegs auch irgendwann mal ein, wo das letzte verschollene ist. Wer weiß. Und dann wird es von da aus wieder aufgenommen, sobald wieder ein Platz für ein Hauptprojekt ist. Was dann recht kurz sein dürfte. Nebenher kann ich einen kleinen Vorteil hat das Ganze. Ich kann versuchen, so früh wie möglich die Fotobox Deluxe zu holen und gleich unterwegs jede Menge Fotos zu machen und die Nintendo Galerie auf dem Weg auch gleich fertigzustellen. Ja. Immer versuchen, etwas Positives dran zu finden. Auch wenn es nur sehr klein ist, immerhin. Gut, und damit können wir jetzt starten. Irgendwie bewegt sich die Maus hier ein wenig merkwürdig. Sie zieht so komisch nach. Ah, da gibt's nichts. Okay. Nein. Ja, schön. Das steht jetzt schon zur Verfügung, natürlich, aufgrund dieses komischen Packs, was da damals gab. Okay. Diese Funktürme online, ohne die kann folge mir, mein Freund. Abgelegeneren Dörfer. Machen wir. Hier so kommt die Kraft aus dem Dschungel, aus der Insel. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du, du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, ihr habt sehr wohl Verwendung dafür, weil... Die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf.
So. Gut, und damit war es das eigentlich auch für die Pilotfolge von Far Cry 3. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.